Willkommen zurück bei The Forest hier. Let's Multiplay. Smirnoff ist auch noch da. Servus. Und wir haben ja gespekuliert in dem ersten Part, ob wir die erste Nacht überhaupt heil überstehen. Und man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Nein. Die ersten Kannibalen sind schon da und blenden schon meine Hütte aus hier. Ich werde schon ausgeleuchtet hier. Verdammte Scheiße, ey. Die schreien. Ja. Bogenwandung, komm raus. Ich glaube, ich baue mir jetzt einen Molotow-Cocktail. Beziehungsweise erstmal, ich versuche jetzt mal, was passiert, wenn ich den einen Baumstamm oder den einen Baum hier fälle. So. Der nervt mich hier eh in dieser Baumhütte. Ach, ich kann ihn gar nicht umholzen. Na super. Gut. Boah, ist das hell, ey. Alter. So, erstmal brauchen wir Booze. Also. Ja, den Alkohol. Den kombinieren wir mit der Kleidungsstücken. Ich dachte, wir reden von Verkrusten. Nee. Ups. Und machen uns einen Molotow-Cocktail daraus. Brennt, ihr Motherfucker, ey. Brennt. Ihr lauft schön in die Flammen rein, ja. Guckt da mal. Diese großen Tintenfischdinger da. Ja. Ich glaube, denen macht das überhaupt nicht aus, kann das sein? Die kamen bei mir noch nicht. Ich glaube, die sind sowieso noch unbesiegbar. Weil ich habe die letzte Mal einen angezündet mit Molly, die... Hat's gefreut, hier, die hat die Beine hochgehoben. Ja, und hat das wahrscheinlich genüsslich verspeist oder so, ne? So ungefähr. So, der erste Kannibale brennt hier schon. Weißt du, jetzt bereite ich ihnen schon Steak zu, ne? Und die wollen mich immer noch auffressen, ey. Glaub ich. Ja, aber jetzt brennen sie alle schön, ey. Ja, guckt mich mal schön blöd an, ihr Spackos, ey. Das Problem ist, die laufen auch nicht weg. Jetzt regnet's hier auch noch, ey. Ich habe einen Steinbruch so ähnlich gefunden. Ein was hast du gefunden? Steinbruch. Ein Steinbruch? Ja, kann man so beurteilen. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, die werden niemals wieder abhauen hier. So ein Drackmist hier. Drackmist, ja, Drackmist. Wir machen Drackrace. Ich habe mir... Oh, es regnet. Ja, bei mir regnet es auch. Musst du ja blödes Wetter jetzt zu mir schicken? Ja. Ich kann dir gerne auch meine Kannibalen zu dir schicken. Die laufen ich auch um. Ich weiß nicht, wie viele es noch sind. Ich glaube, es sind mindestens zwei oder drei. Ich glaube, ich werde hier meine Station hier auf dem Berg bauen. Auf dem Berg? Eine gute Idee. Jetzt können sie von oben nicht runterhüpfen. So. Noch ein Kannibale, der brennt. Da brennt noch eine. Super, ich friere. Ich muss erstmal. Ja, ich friere auch. Ach, hör doch auf zu zittern. So schlimm ist es nur auch wieder nicht. Nee. So, jetzt sind sie weg. Nee, da hinten läuft noch einer. Der da hinten sucht auch das Wald. Ach, hier liegen ein paar Zähne rum. Ist ja auch schön, dass die ganzen Zähne hier verloren haben. Dafür können wir gleich mal die Axt gleich mal verbessern. Ja, ich an wie ein bisschen Regen da. Ja, das ist echt mal. Vielleicht soll ich aber wieder ins Baumhaus hochgehen, weil ich habe ein bisschen Bedenken, dass es auch schön, wenn ich hier Sachen verbessere, wenn ich hier unten stehe. So, auf offenem Präsentierteller und erstmal anfange zu craften. Sehr gesund wahrscheinlich, ja. Ja, ist nicht so gesund. Nee. Ich bin fast aus dem Baumhaus rausgefallen. Ist ganz schön schwierig, ins Baumhaus reinzukommen. Ja, deswegen halte ich schon ein bisschen Baumhäusern nicht viel. Nee, wenn du erstmal drin bist, so, ich schlafe jetzt mal. Mal gucken, ob ich dann bis zum nächsten Morgen... Ach, es ist morgen. Sehr schön. Der Tag ist angebrochen und ich höre sie schon wieder schreien. Herrlich. Die Birken hier schon wieder irgendwo. Ich glaube, die machen schon wieder irgendwo Patrouille hier. Ich gehe mal wieder ins Baumhaus zurück und crafte erstmal nochmal meine Axt. Also ich werte sie ein bisschen auf. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir mal alle 10, die wir hier haben. Wie viel haben wir jetzt? Ah, den Stock nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Harz. Und zack, haben wir eine wunderbare Axt, die mit 10, 10 oder 11 jetzt sogar verbessert wurde. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Mal gucken, was das denn bewirkt. Ich muss erstmal wieder zum Feuer und mir ein bisschen was zu essen machen, denn ich habe Hunger.
Mich haben sie entdeckt. Ja, herzlichen Glückwunsch. damit steht es für dich eigentlich 1-0, weil mich haben sie als erstes entdeckt. Ja, die ist aber so blöd, die rennt die ganze Zeit am Baumstamm hin und her und versucht über den Baumstamm drüber zu laufen. Okay. Hat es nicht. Komm her, komm. Komm zurück. So, wir werden jetzt erstmal die Insel erkunden ein bisschen. Habe ich beschlossen. Oh, da hinten läuft schon wieder einer. Scheiße, ey. Ich bin wieder eingesehen, ey. Na, hübsche. Na, Püppchen, auch alleine hier. Ich hab dich zum Fressen gern. Ich dich auch. Feigling, Feigling. Rennt einfach weg. Der geht in den Fluss rein. Gut, die holt wahrscheinlich jetzt ihre... Ihre Freunde, ja. Oder ihre Brüder, man weiß es nicht so genau. Oder ihre Schwestern. Das könnte auch sein. Ja, die... Da geht da immer noch rum. Na komm her, Schneckchen. Wow! What the fuck? Du kannst jetzt aber auch einen Silent Kill machen, ne? Du musst dich von... Einmal den Kannibalen schleichst von hinten an, nimmst einen Stein in die Hand und haust ihn in den Stein in den Kopf, dann ist er sofort tot. Aber ich kann es jetzt gerade auch nicht so gut ausprobieren, weil ich jetzt gerade erstens keine Kannibalen in der Nähe habe. Also bis auf den einen, der hier hinten irgendwo rumschleicht die ganze Zeit. Und zweitens, ich auch nicht sofort direkt sterben wollte. Ich weiß nur, dass die hier wieder rumschreien. Ja. Dass es schon wieder anfängt zu regnen. Nein. So. Fall doch in die andere Richtung, Baum. Und ich werde mir jetzt erstmal eine schöne Falle bauen. Für die Häschen. War das so? Da. Rabbit Trap. So. Leider brauchen die ganz schön viele Stöckchen. Komm her mit Stöckchen. Komm, Stöckchen holen. Immer schön das Stöckchen holen hier. So, da noch mal ein paar. Hier sind auch noch ein paar Stöckchen. Da noch ein paar Stöckchen. Sehr schön. So. Boah, da ist ein Hauptmann von denen. Echt? Ja. Bei mir läuft auch schon wieder einer gerade hier um das... Habe ich einen Stein? Warte mal. Ja, ich habe einen Stein. Ich schleiche mich jetzt ran und ziehe ihm von hinten eine über. Oder eins über. Wo ist er hin? Da hinten läuft er. Das ist auch ein Hauptmann. Du bist wahrscheinlich deine Freundin. Stimmt, die ich letzte Nacht umgebracht habe. Hups. So, ich schleiche mich jetzt von den hinten an. Und dann ziehe ich ihn diesen blöden Stein über den Kopf und dann stirbt er bestimmt. Wenn ich ihn noch sehe. Wo ist er denn? Da hinten läuft er. Jetzt ganz langsam ranschleichen. Und noch ein Baumstamm. Er dreht sich auch nicht um, ne? Der ist sich so sicher, dass er hier... Ist auch gerade durch den Baum durchgelaufen. Zauberer, musst du aufpassen. Ja, stimmt. Der ist durch den Baum durchgelaufen. Einfach so. Ich glaube, Petrus hasst mich. Reden jetzt bei dir die ganze Zeit? Ja. Ah, ich hab ihr Dorf gefunden. Oh, man kann ja einen Baum hochklettern. Kann man? Ja, wenn man nicht gerade fällt. Das war mir neu. So. Bitte fertig. Rein in die Hütte. Speichern. Der, was? Ach du Scheiße! Hilfe! Ich wollte den kaputt K.O. schlagen von hinten, aber es hat nicht funktioniert. Er lebt noch, er verfolgt mich. Scheiße. Es funktioniert nicht ganz so gut mit diesem Silent Kill, wie das im Changelog von dem Patch beschrieben wurde. Erstmal schnell die Axt rausholen hier. So, komm her. Bleib stehen. So, jetzt kämpfe ich mal gegen die hier. Ach, das sind drei. Ne, zwei sind das. Stirb, du dreckiger Kannibal. Oh, nee. So, jetzt da hinüber. Puh, Glück gehabt. Aber wusstest du, dass du diesen Stab von dem Hauptmann auch aufsammeln kannst? Ja, das ist so ein komischer Medizinstab, oder? Genau, und damit kannst du im Boden rumhacken und dann kriegst du da manchmal ein paar Sachen aus dem Boden raus. Echt? Ich wusste ja nie, für was der gut ist. Doch, denke. Und ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Angst dann vor dir haben, wenn du das Ding in der Hand hältst. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. So, ich werde jetzt erstmal meine Axt verbessern.
Zähne. Wie viele Zähne hast du? 5? 6 Stück, ja. Ach, 6. Nee, es interessiert sich überhaupt nicht, ob du dieses komische Ding in der Hand hast. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine moderne Axt. Wo hast du die denn her? Keine Ahnung. Fange ich schon wieder an zu schreien. Ja, ich habe hier noch einen mit mir rumlaufen hier. Der flüchtet aber eher von mir. Stirb! Wusstest du eigentlich, dass wenn ein Vogel ins Feuer fliegt, ja, den essen kann? Echt? Mhm. Nee, das wusste ich nicht. Ich habe gerade meine Liste verbrannt. Super, toll. Das ist schlecht. Ich hab da Hunger. Da musst du was Neues über das Feuer rüberlegen. Ich habe gerade die nächsten Kannibalen getötet hier. Oh. Can't carry, also ich kann keine Köpfe mehr tragen, schade. Ich habe den Fluss übrigens auch entdeckt, in dem du warst. Bei mir ist aber allerdings hier kein Boot drin, sondern eine schöne Hütte von den Kannibalen, oder ein schönes Dorf von den Kannibalen. Ja, das Dorf der Kannibalen werde ich jetzt auch mal besuchen. Ja, bei mir waren 2 Seile drin und Kassettenrekorder, vor allem richtig geile Musik. Ja, bei mir liegen hier noch ein paar Koffer, liegen hier noch. Ein paar Müsli-Riegel. Ah, ich wollte gerade sagen, ich hatte hier Frösche. Perfekt. Du hast Frösche? Ja, hier ich habe einen kleinen See gefunden. Was kannst du mit den Fröschen machen? Nix, aber so. Dadurch müssten hier irgendwo ein paar Heilpflanzen sein. Das stimmt. Ich höre wieder jemanden schreien. Ja, die schreien gerne mal. Mehr Koffer, ich sehe ganz viele Giftpflanzen, die halt zum Kotzen sind. So, wie viele Zähne habe ich denn jetzt? Ah, ich habe 23 Zähne, ja, das ist doch super, ey. Die hauen wir alle mal in die Axt dran. Ich weiß nicht, ob es irgendwann keinen Effekt mehr gibt. So. Jetzt habe ich eine Axt mit 23 Zähnen dran. Ne, 33. Okay. 33 Zähne sind dran. Wow. Ja, keine Ahnung, ob es das bringt. Oh, hier hängt gerade eine Leiche bei mir drin. Oh, perfekt. Da hast du schon mal einen von 44, glaube ich, gefunden. 144. Glaube ich. Die ist auch schön blutverschmiert. Oh oh. Die wurde gehäutet. Oh, und einer hängt bei mir hier im Boden drin. 2 von 130 habe ich jetzt gefunden. Bei mir haben die Klamotten an. Die Kannibalen? Ja. Das ist ungewöhnlich. Das ist neu. Die haben irgendwie diese komische Hosen an oder sowas. Bei mir liegen auch neuerdings Schädel rum hier überall. Oh, hier liegen ein paar verbrannte Leichen. Auch nicht, ne? Ein paar Totems wurden hier aufgebaut. Ach, hier liegt noch eine verkohlte Leiche. Auch schön. Hier liegt noch eine verkohlte Leiche. Boah, sie haben mich entdeckt. Sie haben mich entdeckt. Tja, das ist schlecht. Aber ich glaube, ich kann mir gleich einen Bogen craften. Ich habe keine Federn. Das ist natürlich ungünstig. Stirb. Oh, er ist tot. Oh, eine Signalfackel. Bisschen Kleidung hängt hier. Ach, die hier bei mir trocknen sie. Nein, er lebt noch. Ihr Fleisch. Der war nur bewusstlos oder was? Der hat sich totgestellt einfach. Jetzt ist er tot. Nein, er lebt immer noch. Stirb doch mal. Jetzt ist er tot. Wieso liegen die mit mir? Was kann ich eigentlich mit den Schädeln? Was kann ich damit machen? Da kannst du so. Oh, ist mir voll Blut. So Schlagstöcke machen. Ach, okay. So, jetzt habe ich diese. Oh, nein. Wo hat mich wieder einer entdeckt? Keiner? Okay. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue hier mitten in die Mitte von dem scheiß Dorf von denen hier, baue ich ein kleines Effigy auf. Oder ich kann auch, na doch, ein kleines krieg ich hin. Das, wenn man auf dem Boden haut, findet man was oder was? Ja. Egal wo? Ich habe es immer auf Steinen gemacht. Ich bin noch ein bisschen gemein jetzt, ne? Wenn ich ein eigenes Effigy, also ein Totem, bei dir ins Lager reinstelle. Naja. Ja. Aber mir fehlen noch 3 Köpfe, verdammt. Dann kann man noch nichts machen, das ist ärgerlich. Aber hier lagen irgendwo Köpfe rum. Also zumindest Köpfe von den Typen. Ich habe sie noch nicht alle eingesammelt. Muss ich dann mal suchen.
Und was mir aufgefallen ist, die Items, also wenn du sie einmal gelootet hast, tauchen sie nach einer gewissen Zeit wieder auf, an derselben Stelle. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es mit dem Patch schon behoben haben, aber ich hätte zum Beispiel diese Elektronik-Komponenten. Mhm. Nach ein paar Tagen sind die wieder da. Okay. Und dann konntest du sie wieder direkt von da herausnehmen. So ein Waschbären kann man nichts machen. Noch nicht, noch nicht. Die werden aber auch irgendwann essbar sein. So, erstmal kümmern sich jetzt wieder um. Ich muss mich jetzt hier wieder um meine Mausefalle, sag ich schon. Um die Hasenfalle kümmern. Und ich weiß auch noch nicht, wie man Sachen anpflanzen kann in diesem Garten. Das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Das brauchst du bei dem See, diese Heilkräuter. Ah, okay. Die pflanzt du da rein. Ah, okay. Ich habe einen See hier um die Ecke, da muss ich gleich mal gucken. Hallo, Kannibalen. Und mach's gut, Kannibalen. Oh, jetzt fehlt mir noch ein Stock für die Fertigstellung von der... Also, ich habe wieder eine Kannibale in das Leben genommen. Ich frage mich auch, in welchem Intervall die spawnen. Ahnung, aber ich sehe gerade, da hinten fliegt ein Tisch hin und her. Ach, jetzt stand ich auch gerade Seed Collected. Das heißt, ich kann jetzt diesen kleinen Garten bauen. Die sind schwarz. Also, jetzt, Entschuldigung, dass ich sage, aber die sind schwarz. Ja, ein paar von denen sind auch schwarz. Und die haben rote Haare und haben eine Hose an. Das sind komische Kannibalen. Da würde ich mir ein bisschen Gedanken machen, in was für einem Spiel du gerade drin bist. Kämpf gerade gegen vier Kannibalen auf einmal. Ach. Und sie haben mich. Mist. Aber ich kann wenigstens von vier Stück drei Stück mitnehmen. Immerhin. Und vor mir steht direkt ein nackter Kannibale. Nackter Kannibale? In der Höhle? Ja. Oh, perfekt. Und mir geht die Taschenlampe aus und ich bin tot. Ah, Mist. Weil es ist, ich mag es, wenn man in der Höhle landet und du triffst einen Kannibale und du haust auf den drauf und irgendwoher kommt aus irgendwo in der Wand noch ein Kannibale gesprungen. Ja. Ja, da hat es ins Mini erwischt. Der muss wohl neu anfangen. Ja. Machen wir mal. Loslegen. Ich lebe noch. Noch. Mal gucken, wie lange noch. Irgendwie macht meine Axt auch gerade Probleme hier im Baum. Irgendwie hackt die doppelt immer. Ich drücke einmal und die hackt doppelt. So. Dann machen wir das Ganze mal hier mit dem. Mit dem geht das. Da schon wieder dieses komische Kind neben mir. Ja, stimmt. Ach, du stürzt gerade wieder ab, ja. Ja, ich stürze jetzt wieder ab und ich verstehe auch nicht, ich habe gelbe Arme, also ich hab irgendwie so die Gelbsucht oder sowas. Ja, gucken wir doch mal. Also, liebe Leute, wir sind gespannt, ob Smirnoff im zweiten, in dem dritten Part, dritter Part, sehen wir, wie schnell es geht. Ja, es geht rasend schnell. Ob Smirnoff noch irgendwie überleben wird auf dieser gottverdammten Insel, von den Kannibalen umzingelt und ob ich es schaffen werde, irgendwelche Samen zu pflanzen. Ja, dies und mehr im Part 3. Und dann im Part 3 werden wir auch rausfinden, wo eigentlich diese blöden Höhlen sind. Von diesen blöden Menschen hier. Von diesen Eingeborenen. Oh. So, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.